Okay. Glaube, wir nehmen erst den mit und dann speichern wir. Dann bin ich immer gespannt, was hier noch alles kommt. Wir sind bereits bei knapp 106 Stunden. Okay. So, Yggdrasil ist wieder da, aber die Monster sind immer noch da. Ach, da drüben ging's rüber. Ach, die laufen jetzt alle davon. Ey, servus. Ey, laufen jetzt echt alle davon, oder was? Da unten hin. Oh, ich mag halt immer noch die Musik hier, ne? Dieses Leuchten, das ich gesehen habe, kam von irgendwo südlich, von Twistambul. Wir sollten uns dort mal umsehen, die Stelle liegt nicht weit von hier entfernt. Mein Schatzsucherinstinkt sagt mir, dass es interessant werden könnte. Ja, ich wollte auch den da und, ein Glöckchen. So, let's go. Ey, nimm mal deinen fetten Arsch auf Seiten hier. Oh, den nehmen wir aber mit. So, einmal hier durch. Ich glaube, da muss man darum, ne? Dann hier rüber. Oh, da sind wir schon. Hier passiert? Well now, this place looks a mite familiar. Aye, it's these funny wee buildings. I've seen them before. Yes, there's no mistaking it. It looks just like the floating island where we met the Watcher, doesn't it? Let's go and take a closer look. Who knows? We might find something interesting. Okay. War gerade dabei, mich ein wenig umzuschauen, da hat ein staubiger alter Foliant meine Aufmerksamkeit erregt. Erinnerst du dich noch an diese Geschichte im Tempel der Sonne? Als du die Kraft der Setzlinge kanalisiert hast und wir all diese Szenen aus Edwins Leben gesehen haben? Tja, für mich sieht es ganz danach aus, als würde dieses Buch von genau diesen Ereignissen handeln. Aber warum liegt ein solcher Schinken bloß in so einer alten Ruine wie dieser hier herum? Hey, so allmählich werde ich neugierig. Soll das Kunst sein?
Für mich sieht das bloß aus wie ein komischer alter Kauz mit einem seltsamen Gesicht. Ist es nicht einfach toll, Schätzchen, wie es dich über sämtliche künstlerischen Konventionen hinwegsetzt und derart mutige Akzente setzt? All diese Objekte sind wirklich einzigartig. Wer auch immer sie angefertigt hat, war ein Genie und hatte ein gutes Auge für Formen und Konturen. Ich habe von Kunst keine Ahnung, tut mir leid, Silvando. Ihre Hoheit hat recht, das sieht aus wie der Ort, an dem wir dem Beobachter begegnet sind. Aber ich habe nie davon gehört, dass sich in dieser Gegend solche Ruinen befinden. Ja, das wäre ja die Absturzzeit, oder? Komm schon darüber, also rum. Oh. It's fascinating. It really draws you in, doesn't it? Ich hab leider keine Ahnung von Malen, Serena, das überlasse ich meinen Sims. Ist wirklich so. It reminds me of something. Ah, of course. I've been reading a book they say was written by the Watchers of late. Let me see if I can find the right part. Spirits of lost time. Beings born from the land. Beings who control time. Picklinger. Spirits of lost time? Could they be these figures in the painting? According to the book, they guard a sacred light that controls the flow of time. And when that light burns bright enough, even those who are lost to eternity can be restored. Restored how, exactly? You mean like, brought back to life? Wait, if that was true, then maybe, or just maybe... Huh? Think about it. We lost someone to eternity, didn't we? Someone we'd love to see again. Veronica? Veronica! Weil sie ist gestorben, als der, als Yggdrasil ja bereits tot war. Do you really think we could bring her back? Well, what else does it say about this light? Light lives in Tower's heart. Sacred Tower. Tower of lost time. Watchers guard Wheel of Time. Key to Tower. Key to Time. Key brings spirits. Sets wheels in motion. So if we had the Wheel of Time, we might... We might really be able to... What have we got to lose? If there's even a chance, we have to try, right? Eric's right. No matter how unlikely it is, if it might be our chance to see her again, we simply have to try. But the Watchers are all gone, right? So how do we find this wheel thingy? This was once one of their islands, wasn't it? And I'd say that hole in the wall up there was pretty wheel-like. Hallöchen, Supersternchen. I reckon we could do worse than start our search right here, you know. Oh.
There's a way through up there. Let's go poke around some more, shall we? Eieiei, das nimmt kein Ende. Ich will ja zu sagen, aber ich wollte ja heute maximal 4 Stunden machen. Ne? Da bin ich schon fast eine Dreiviertelstunde drüber. Was haben wir denn hier? Oh, neues Video. Der Tigerle erhält das Rad der Zeit. You found the Wheel of Time. Honey, you are just too good at this. Ja, natürlich bin ich das. So, if I understood that book correctly, the wheel will bring the spirits of lost time to the tower they mentioned. But where might this tower be found? No likely candidates spring to mind. Natürlich in Ticklingen. What's the matter, darling? You got an idea where the place we're looking for might be? I thought of something. There's an old tower north of Yggdrasil I always wondered about. Unless anyone's got any better ideas, what say we climb aboard our friendly whale and see what we can see up there? Da Tigerle, meinst du nicht, dass wir uns den alten Turm nördlich von Yggdrasil mal ansehen sollten, von dem uns Eric erzählt hat? Wir könnten Ketos mit der Lockflöte rufen und auf direktem Weg dorthin fliegen. Könnten wir das, ja? Meinst du? Könnten wir eventuell tatsächlich wirklich tun, aber nicht mehr heute. Tja, dann glaube ich, muss ich hier an der Stelle wohl, laufe ich mich hier gerade? Hier geht's lang. Dann muss ich hier wohl tatsächlich das Glühwürmchen enttäuschen. Dragon Quest wird wohl weitergehen. So. Haben wir denn da drin noch irgendwas? Ich sehe schon, komm, ich werde mit meiner Spieleliste nie fertig. Nicht mal, wenn ich jetzt mostly Nintendo Switch gehe. So, haben wir hier, da kommen wir nirgendwo hin. So, lass mal gucken, La Mappes. Nein. Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Okay. Und ich weiß, er sagte gerade, nein, tun wir nicht, aber... How's it going? Der Idiot drückt ständig die falsche Taste. Wir müssen uns diesen alten Turm anschauen, den ich nördlich von Yggdrasil gesehen habe. Wir könnten doch auf Ketos reiten und uns dort umsehen. Natürlich nur, wenn du keine anderen Reisepläne hast. Ich habe so viele Reisepläne, aber das interessiert sowieso keinen. Weil er ständig die falsche Taste drückt, der Idiot. Und Super Sternchen, hast du den Dragon Quest selber gespielt? Und wenn ja, auf welcher Plattform? Falls du bei meinem grandiosen Spielstil nicht schon lange davon gelaufen bist. So, da oben soll er meinen. Dann sollten wir vielleicht mal in die richtige Richtung reisen, oder? Ah, ich glaube, der da. Ich hoffe, da unten gibt es ein Lagerfeuer. Boah, Alter, wenn ich halt nicht so neugierig wäre, oder? Könnte ich jetzt sagen, YouTube, viel Spaß damit. Das ist ein schöner Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Aber nö.
Kommt davon, wenn man selber so neugierig ist. Oh. Das verlorene Land. Irgendwer ist hier verloren. Ah, ich habe da was gesehen. Achso, das ist Wasser. Okay. Nein, will ich nicht. Ich will da durchrennen. Hund des Traumtuch, okay. Was viele Ticklinger sind hier. Sehr, sehr viele Ticklinger sind hier. Oder der verschwindet ja gar nicht. Jetzt verschwindet er. Kunterbunter Kokon, noch einmal und ein bisschen Glimmergras. Ja, hier drüben noch was. Oh, guck mal. Anleitungsbuch mit dem Titel Göttlich gute Gegenstände. Er wirft einen Blick hinein. Der Tigerle lernt einen sakrosankten Stab herzustellen. Eine Venusträne herzustellen, das war's. Nice, neue Anleitung empfunden. Aber die laufen hier einfach alle, die laufen einfach da drüber. Und guckt euch die mal an. Oh, hier ging es aber nicht weiter, ne? Ne, hier war Ende. Kommen wir da rein, oder? Was meint ihr? Tür ist fest verschlossen, sie scheint kein Schlüsselloch zu haben, aber in ihrer Mitte befindet sich eine seltsam geformte Vertiefung. Versuchen, das Rad der Zeit in die Vertiefung zu stecken, ja. Looks like we found the right tower. I wonder if these spirits of lost time are here already. Come on, laddie. Let's head on in and see what we can see. Okay. Der Turm der verlorenen Zeit. Bei, okay. Okay. Ist da hinten was? Alter, nee, ist das schon wieder so ein... Thank you.
Ich habe keine Ahnung. Anleitungsbuch mit dem Titel Der Heldenhelfer, einfache Waffen. Er wirft einen Blick hinein. Der Tigerle lernt, ein Nebelschwert herzustellen, einen flotten Dolch herzustellen, einen Astarang herzustellen, einen leuchtenden Stab herzustellen, ein Stecheisen, eine Mega Gringham Peitsche, ein paar Drachenfürstklauen, eine Maxi Axt herzustellen. Das war viel. Das ist garantiert hundertprozentig falsch, was ich hier mache. Oder auch nicht? Servus. I am the timekeeper, the flow of time, of destiny. I watch over them, guide. But what are you? I am just what I say I am. And that is all I am. I hope you don't mind us intruding, but we heard there might be a rather special light here in the tower that can... Well, that can... bring... We've lost someone very special, you see, and... Well, we were hoping you might be able to help us. You speak of time's sphere. If you were to harness its power, that which you seek might be attained. But to lose time is to lose much. The path you propose to follow is not one to be trodden lightly. To lose time? What do you mean? Time's sphere is the crystallization of all that has taken place in Erdria since memory began. Each moment gathered by the spirits of lost time, savored, remembered. To take a sword to the sphere would be to erase those moments, to return to the time of the last intact memory. If your companion is to be restored to you, time itself must be destroyed. Das hört sich nach keiner guten Idee an. As I say, to lose time is to lose much. So in order to save Veronica, we would need to turn back time. I think I'm beginning to get the picture. We'd need to go back to... Aye. We'd need to go back to before Yggdrasil fell. That way, we could stop Mordiggin before it was too late. That wouldn't just save Veronica. It would save the whole of Erdria. Think of all the pain and suffering we could prevent. It is possible. All is possible. It may be that returning to that particular fork in the flow of time brings all that you wish and more.
Then it must be done. I would gladly give up all that has happened since that day for the chance to change it. My. Alas, to lose time is to lose much. Only one of you may return to that place. The sphere can be broken but once, by a single hand. A hand possessed of a singular power. In this world, only one such power exists. That of the Luminary. I see you. I know you. I knew you the moment you appeared. Only you can break the sphere, and only with the Sword of Light. When it is broken, when the memories are shattered, you will return to the past, and there you will stay. You mean he'll have to live it all again? He can't come back here to us? To lose time is to lose much. This world, this reality, these will be lost to you. And that is not all. The outcome of the sphere's shattering is impossible to foresee. You may be lost forever, trapped in a corner of time, a half-faded memory. That's awful! Your present, your companions, your life even, all these may be lost to you. Knowing this, are you willing to risk all for the sake of your departed friend? Only you can decide. I will await you before the sphere.